und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Willkommen, meine Damen und Herren. Das war total krass, Mann. Das war mein Favorite Song bisher, wirklich. Ja, ich fand das total toll. Das Ganze ist ein Kindersong, der ein oder andere kennt ihr vielleicht von euch. Ja. Und wir werden uns heute... Die richtig wahren Kids von euch. Die früher mir Tintenkiller gegeben haben. Naja, auf jeden Fall. Ja, Mann. Warst du eine, die nie Tintenkiller hatte? Ich hatte gar nichts. Ich kam mit einem Blatt Papier in die Schule. Ich musste immer einen geben. Ich war richtig sauer irgendwann. Du hast richtig gegeben. Ich habe immer einen gegeben. Alles klar, wir kommen wieder. Egal, Entschuldigung. Ja, Kinderspiele. Und zwar haben wir eben gerade, ja? Ja, beziehungsweise jetzt gerade, ist bei Julia, der lieben Julia Bootix, ne? Bootix, ja? Schwänzchen in die Höhe. Das könnte auch ganz anders sein. Ja. Scheiß drauf. Okay. Haben wir Kinderspiele gespielt und zwar ganz alte, die man von früher so kennt. So Elefant, Dr. Bibber und den ganzen Shit, so diese nostalgische, Wundervolligkeit. Das war eine Überraschung. Aber Alter, heute es machen gibt wir halt was ganz anderes. Es gibt halt auch noch so viele krasse Spiele, die nach dieser Zeit entwickelt wurden. Und wir haben gar keine Ahnung mehr davon, weil das war gar nicht unsere Kindheit, das weil ganz wir sind jetzt schon erwachsen, Generation. Weißt du? Aber ich hab mich gebildet, ich habe Do My Research gemacht und wir haben jetzt do Spiele, die hast Bitch, du noch nie gesehen. Was? You never saw them. You never saw them? Nein, du hast ja, ich habe gerade schon so ein bisschen so geloont. Ich durfte nicht was so ist denn Loonsen? Ja, so heimlich geloont. Nein, geguckt. Das kennst gibt's du? Nicht. Loonsen? Loonsen? Nein, das kennst du nicht? Loonsen ist ein Name. Dr. Loonsen. Wer ist Dr. Loonsen? Nein, wie so ein Schönheits-OP-Arzt. Ich habe nicht gelugt. Ich habe geloonst. Du hast geloonst. Ja, ich habe so geguckt, so heimlich geguckt. Das ist Loonsen. Ich glaube, das kennt heißt ihr das? Loonsen. Ich glaube, das heißt Loonsen. Loonsen? Ja, das kann auch sein. Mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, ey, es geht jetzt um Strategie, ja? Das sind hier keine Kinderspiele heute. Ey. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Das ist ein ernst zu nehmendes Battle auch. Ja. Ich streng mich an, ne? Du bist für mich wie ein Minuspol und ich bin der Pluspol. Verstehst du? So. Okay. Und deswegen spielen wir jetzt auch etwas Magnetisches. Oh mein Gott, ich kennst hasse du Magneten, das? Die machen mich so aggressiv. Kennst du noch diese Magneten von früher, die du so aneinander geworfen hast? Diese, Bodenteile so, die hast du so aneinander geworfen und dann war so... Hatten auch immer irgendwelche Leute. Guck mal, wir machen das. Sein Spielfeld macht man selber. Ich mach's zum Herz, weil noch mögen wir uns. Ich bin verwirrt. Du weißt gar nicht, was jetzt abgeht. Nee, ich habe gar keine Ahnung. So. Wie heißt das Spiel überhaupt? Zeig das doch erstmal hier. Nee, finde ich scheiße. Will ich nicht Magnetic zeigen. Magnetic Effect Chess. Chess? Ja, wir Chess ist doch Schach. Ich kann gar keinen Schach. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Come on my chess. Einer für dich, einer für mich. Einer nur? Du weißt, was passiert, ne? Nein! Du kriegst jetzt genau die Hälfte. Oh mein Gott, warte! Müssen wir das so da reinmachen, dass es nicht aneinander geht? Ja, und der zuerst seine magnetischen Steine, ja? Aneinander babscht? Nee, losgeworden ist. Wir legen die nacheinander schnell da rein. Also, ne? Oh, und, aber das darf nicht passieren. Und dann musst du sie nehmen. Der Erste, der halt alles weg hat, der hat gewonnen. Aber die dürfen nicht so, also... Die müssen so weit... Jetzt nicht üben! Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Alter, das ist krass. Das ist geil, ne? Das funktioniert doch gar nicht. Wie krass ist das? Das funktioniert gut. Ey, wir werden aggressiv werden. Ich sag dir das jetzt schon. Echt? Das regt mich jetzt schon richtig auf, weil diese Scheiße hier... Okay. Wir werden uns hassen nach diesem Video, ne? Ich sag dir das ehrlich. Nichts kann uns durchdringen. Unsere tiefe, bedingungslose Liebe. Doch, dieses Spiel. Eine Runde und der Sieger, der geht siegermäßig raus. Okay. Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. 1, 2, 3. Okay. Schneller! Du darfst es überlegen. Aber muss ich dann nicht? So, wie du Bock hast. Zuerst? Ja, wie du Bock hast. Wenn du möchtest, dann ja. Weil bei dir sind dann... Kurze Tanzpause. Tschüss. Schneller, Julia! Mann, das ist aber auch total dumm gewesen, wie wir das gemacht haben. Wir hätten das halt an den Rand machen müssen, nicht in die Mitte direkt. Dann denk doch nächstes Mal vorher nach. Du hast es auch nicht gemacht. Nein, die müssen drin liegen bleiben. Ach so. Ja, das habe ich jetzt nicht gerafft. Mach rein wieder. Bin ich dran oder bist du dran? Wie du bosch. Los, du darfst nicht, das darfst nicht. Nein! Ah, mein Ohr, mein Trommelfell. Okay. Oh Mann, oh, ich hasse das Spiel. Du musst schneller machen, Junge, ne? Ist das asozial. Oh Mann, 4 Stück! Boah, das ist scheiße. I love the game. Aber wie lange machen wir das? Ja, bis jemand das leer hat. Jemand alle hat. Egal. Ja, du zuerst, komm. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, musst du alle nehmen jetzt, ne? 4. Ja. Zickzack! Du darfst die Dings nicht zerlegen. Das ist so ein asoziales Spiel, Junge. Nein! Also, ich einfach auseinander. So viele. Die auch. Ach krass, manche Seiten. Ja. Ey, ich habe nur noch 3, ne? Okay, schön. Ich habe die ganze Magnetstange, Alter. Ja, ich habe nur noch 3. Ich fang an.
Ist das dein letzter? Das war mein letzter. Ich hab gewonnen, ich hab gewonnen. Hey, das ist total cool. Ist das nicht geil? Das ist total geil, aber das macht auch wirklich richtig aggressiv. Sind dann 1-0 für Julia, aber woo! Man muss sich ja auch... Okay, gib mir das nächste Spiel. Boom, 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 boom. Are you ready? I am ready. Okay, ich habe eine wundervolle. Are you the one? Are you the one? I am the one. I'm the one, yeah. Okay. Ja, was ist das? Das bist du. Das bin ich. Ich bin der Hammer. Ich guck mal, kennst du so vom Arzt diese Dinger, wo du so versuchst, ob alles noch funktioniert, so mit Knie und so? Knie, genau. Versuch mal. Wow, funktioniert super. So, wir haben Nägel. Es wird gehämmert. Das denn? Wir haben hier einen Baukasten, ja? Ich habe das alles übrigens hier, die Regie hat das alles vorbereitet. Und ich sag dir ehrlich, ne? We got long ass fucking nails. Und diese Ballons hier, ja? Es geht nämlich um Ballons. Die haben mir den Rest gegeben. Hä? Es geht um Ballons? It's all about the balloons. Die werden jetzt hier reingetan. Die Box wird umgedreht. Oh mein Gott! Könntest du gerade schon fast denken, ne, um was es geht? Ja, die Ballons müssen zerplatzt werden. Müssen sie oder müssen sie nicht? Das ist hier die Frage. Aber was ist es denn? Also, wir haben jetzt hier einen Drehscheibe. This is a Drehscheibe. You can literally turn like a turntable instead of drehing around. Turning the... Und dann musst du drehen und dann macht Stopp. Du musst gucken, was jetzt... Das dreht sich ja für immer. Drei Nägel musst du Oh mein Gott, drei Nägel, das ist dann aber voll schlecht, ne? Also, das ist voll kacke dann. Aber nicht die Nägel, ne? Okay. Die Orangen. Die müssen dann hier durch. Bam, bam, bam. Und bei der Person, der hat seinen Ballon macht, boom, Unfall, kaputt, hat verloren. Oh, krass. Drei Runden. Okay, drei Runden. Drei Runden. Wir machen drei Runden. Wir machen drei Runden. Blast the balloon. Okay, wer fängt denn an? Ach so, okay. Der Verlierer. Schnack, schnack, schnuck. Ah, okay. No time for losers, cause we are the champions of the world. Junge. Das ist das Spiel, du musst es entscheiden lassen. Ey, das ist wirklich, also ja, aber es ist also auf jeden Fall spannend. Ist es spannend? Ja. Ein Nagel. Ich glaube, es ist schlau, erstmal hier hinten anzufangen. Hey, krass, man muss es ja wirklich nicht da so reinhauen. Ja, da, was denkst du denn? Denkst du, wir sind ja, ich dachte irgendwie, das geht voll leicht. Hier ist das Leben wie beim Ponyhof. Boah, so wie ich mich kenne, mit meinem Glück habe ich jetzt gleich diesen roten. Das wäre so chillig. Das wäre überhaupt nicht chillig. Extra groß, damit man es auf jeden Fall bekommt. Ey, bitte. Nein, einer. Sehr gut, okay. Das ist in Ordnung. Ich nehme das hier. Boah, war das so leicht. Junge, du bist so aggressiv. Ich habe Aggressionsprobleme, habe ich dir doch schon ein paar Mal gesagt. Okay, kannst du bitte keine Witze darüber machen? Ich glaube, eine Runde reicht davon, oder? Das dauert ja, so lange. Scheiße. Wegen dieser Drehscheibe. Ja. Zwei. Ja. Okay, ich habe das von meinem Vater gelernt, ne? Wie man hier am besten vorgeht. Mhm. Und, nichts. Boah, der war gar nicht mal so schlecht, ne? So, jetzt sind die vier Ecken natürlich jetzt auch schon. Das war natürlich eine Technik. Oh, die Nein, man muss einen Nagel nicht auf den Kopf treffen. Hey, der geht nicht rein. Du hast den Nagel auch definitiv nicht auf den Kopf getroffen. Ich schwöre, der geht nicht rein. Okay. Das war eine schwierige Geburt. Let's twist again. Och, auch yeah. Zwei. Oh nein. Oh yeah. Alles entspannt. So, und den dann nehme ich. Ich schwöre, ihre Nachbarn kommen gleich und sagen, hey, bitte nicht so laut. Ruhestörung. Ganz ehrlich, ich könnte es mir halt vorstellen, so wie wir hier den ganzen Tag schon rumschreien. Ich schwöre. 2000 Jahre später. Oh, tschüss, auf zwei. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Wenn der Ballon jetzt hier Are you ist, like a risical ride? Oh mein Gott, stimmt, die müssten jetzt eigentlich hier so sein. Jetzt machst du es dir aber leicht, ne? Jetzt bist ich du nicht mehr so auf Risiko. Intelligent, sag ich dazu. Okay, der war gut. Und jetzt werde ich den einfach... Hier kann er ja gar nicht sein. Stimmt, da kann er nicht sein. Easy. Smart easy. One. Muss nicht. Digga, das ist so asozial, du hast geschummelt mit dem Hammer. Hä, Digga, willst du mich verarschen? Ja. Wie soll ich den schummeln? Das waren wirklich, ich hab dich verarscht. Okay. Ey, stell dir vor, wir hätten jetzt drei Runden davon gemacht. Das ist 3 Jahre. Ach, oh mein Gott, drei! Kleine Hexe. Ja, denkst du für einen Heimwerker so wie mich, denkst du, das ist ein Problem? Ja. Also das ist halt wirklich legit jetzt ein Problem, weil den hier kann ich mir vorstellen. Ich glaube, hier sind die. Aber beide? Weil die sind ja relativ groß schon, ne? Also der ist noch safe, aber ab jetzt wird halt hart, glaube ich. Jetzt ist halt, wo der Ballon, das obere Teil des Ballons ist, da sollte man lieber nicht hin. Weißt du, unten der Zipfel, da hat man ja an den Seiten eigentlich noch Ja, aber you never know where it is. Okay, ich schätze hier einfach. Es bringt eh nichts. Was ist passiert? Ich mach den jetzt da. Boah. Hä, wo sind diese Ballons? Ah, nein! Er ist geplatzt! Ich heule! Er ist geplatzt! Er ist geplatzt. Ey, krass, aber ne, es sieht wirklich gefährlich aus. Schnurz, guck mal, so wie war der so da drin. Hier. Ja, und so, da war der andere. Konnte man noch gut machen. Und Kackewurst, sag ich. Ja, Kackewurst. Kackewurst würde ich auch dazu sagen. Aber und geiles weißt Spiel, du, was oder? Ich noch sagen würde? Ja, viel Spaß mit deinen Punkten. 2-0. Ich lieb das. Dein Video gefällt mir besser als meins. Weil du gewinnst? Ja. Du kleinen Kampfratzen.
Ey, jetzt sag ich dir, ich weiß aber noch nicht, ne? Weil wir haben noch 3 Spiele vor uns. Digga, ich dachte gerade, du bist die gewesen, die gelacht hat. Was ist das denn? Ich muss mal was ausprobieren. Ich mache damit eigentlich meine Milchshakes, aber heute machen wir was anderes. Was denn? Wir haben hier meine Oma. Was? Das ist deine nackte Oma? Ja, wir ziehen sie jetzt an. Sie hat ja noch ein bisschen Unterwäsche. Ja, sie hat aber nicht viel an. Das ist mir zu wenig, finde ich. So, jetzt wird's modern. Jetzt kommt die Technik mit ins Spiel. Die hängen wir jetzt hier dran, ja? Jetzt haben wir hier... Okay, ehrlich gesagt, hast du die Anleitung gelesen. Ach ja. Auf Niederländisch und Julia hat sie übersetzt mit ihrem Niederländischen. Wir müssen die Wäsche trocknen. Digga, wie süß, wenn jeder zieht 4 Wäschestücke in einer Farbe. Das wird dir voll stehen. Das ist voll das Valentine's Day auch. Ja. Irgendwie ist cool. War da ein Würfel bei? Diesen Würfel musste man sehr noch gut nehmen. Weil es gibt eine weiße Wolke. Das bedeutet, dass du eine Runde überspringen musst. Du darfst also, du darfst keine Wäsche aufhängen, sondern musst den Würfel sofort dem nächsten Spieler weitergeben. Dann gibt's eine Regenwolke. Nimm ein Stück deiner Buntwäsche von der Wäscheleine. Ich fand's einfach witzig, dass da eine fliegende Oma dran ist. Ja, ich weiß. Ist mir jetzt auch schon viel zu anstrengend. Also, dann gibt's noch den Tornado. Ja. Und da fängt's dann an, richtig crazy abzugehen. Du musst dann nämlich einmal diesen Knopf hier drücken. Und dann halten, ne? Oh mein Gott, es gibt ja... Oh! Wenn das passiert, dann hast du verloren. Gewonnen hat derjenige, der als allererstes alle 4 Wäschestücke gleichzeitig auf der Wäscheleine hängen hat. Und wann darf ich eins dranhängen? Wenn Sonne ist. Okay, geil. Ich finde das Spiel super schön und nice und toll. Es kann manchmal sein, dass der Tornado halt richtig abgeht und manchmal geht er nicht so krass ab. Da hast du Glück gehabt. Ach so, so ist es. Ist das. Das will uns ein bisschen so ein bisschen wie die Karotti. Okay! Wer fängt an? Ich, der Verlierer. Okay. Sonne, da bekomme ich jetzt. Oh, du hast wirklich Sonne bekommen. Krass, Mann. Läuft bei dir. Crazy shit, Mann. Cool, ey, ja? Das ist so ein krankes Spiel. Ich bin jetzt schon absolut begeistert. Oh! Sonne! Yeah, yeah. Okay, schön. Super schön. Sonne! Sonne! Wie krass! Oh, yeah! Get away! Ist mir langsam ein bisschen zu leicht. Nee, ich find's super. Hängt und trocknet. Okay, und gedeiht. Das sind ein bisschen zu viele Sonnen hier für meinen Geschmack. Also noch 2 kleine Stücke dran und dann habe ich gewonnen, ja? Ja. Eins abnehmen. Es ist eine Regenwolke, du musst wieder eins runternehmen. Digga. Oh, wieder eine Sonne. Naja, so ist es nun mal im Leben manchmal, ne? Boah, alter Schwede, ja. Ich... Nein, was muss man machen? Nein. Muss ich wieder eins runternehmen? Wieder eins runternehmen. Oh, verarscht mich. Tschüss, BH, Digga, du warst voll schön. Digga, nee, ich find's unfair. Nicht ein Tornado, nicht ein Nichts. Nee, ganz ehrlich, scheiß drauf nochmal. Noch eine Runde? Damit. Okay. Das war die Proberunde. Machen wir 3 Runden? Ja. Okay, dann habe ich jetzt einen Punkt. Ja, bringt gar nichts, ein Tornado jetzt, ne? Doch, du musst, weil vielleicht entkleidet sich die Oma. Oh mein Gott, stimmt. Aber hat sie nicht. Ja, du hast halt noch nichts drauf, dementsprechend kannst du... Oh! Das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte das... Wow, junge Bro, ich wollte das gar nicht machen. Oma, lass deine Sachen an. Oh, nee. Nein, ich weiß nicht, eigentlich kann es nicht zählen, oder? Nee, ich finde es ein bisschen ungeschickt von dir, aber sonst ist es es war ziemlich ungeschickt, das stimmt, aber naja. Sonne! Warum durftest du hier? Okay, ja, scheiß drauf, komm. Naja, weil ich dran war. Ja, nicht passiert. Nö. Ja! Weißt du, was ich aber unfair finde? Weil jetzt hat das, wo es nicht gezählt hat, das wäre eigentlich der Tornado gewesen. Sag ich jetzt mal ganz im Ernst. Ja, wäre, hätte, wäre, könnte, aber Fahrradkette ist halt nicht, ne? Also du musst jetzt ja auch mal bei den Fakten Leben bleiben. Ist so unfair. Regenwolke, ah, da hängt ja immer noch nichts. Oh. Hängt ja auch immer noch nichts. Oh, schaffst du das? Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Mein Gott, die Oma geht richtig ab. Oh nein. Ich hasse das. She naked. I think I won this round as well. Ja, alles klar. 3-0, ne? Oh, mir, Alter, du hast mir nicht Glück gebracht. Ich finde das voll geil, diese Schublade. Man kann das hier einfach alles verschwinden lassen. Man sieht hier wieder. Ja. Schon ist sauber. Wie geil wäre das in richtig riesengroß? Das wäre krass. Und wir müssen uns so dranhängen. Ey, das wäre so witzig. Ist da hinten irgendjemand, der das bauen kann mit uns? Das wäre so geil. Können wir das bitte machen? So Spiele in real big Größe, weißt du? XXL. So, stell dir vor, Dr. Bibber in real... Oh, Digga, nee, in das wäre nicht nein, so cool. Nein, aber in groß, weißt du? Das wäre ein echter Mensch dann so. Oder halt mit einer großen Grillzange. Ja. Und dann kriegt man echte Elektroschocks. Julia, ich habe jetzt etwas für dich, eine Überraschung. Was denn? Das ist auch ganz moderne Technik. Gott. Oh mein Gott, was noch? I cannot believe it. Bei mir ist es nicht richtig im Loch drin. Es wurde kein Band mitgeliefert, ja? Digga, wie geht das überhaupt? Du bist halt kein echter Lizard, sag ich dir ehrlich. Also ich bin von Geburt aus ein Reptil. Ich rappe gerne. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Genau, und jetzt spielen wir ein Spiel. Mhm. Das ist super geil. Ja? Also eigentlich hätten wir das halt auch erst später aufsetzen können, ne? Nein. Okay. Wir müssen jetzt mit unseren Zungen Insekten fangen. Und die sehen so aus. Die müssen jetzt. Okay, aber wie kann ich die denn fangen? Nee, du, die müssen die nur umkippen. Ah, die müssen umkippen? Genau. Agi liest uns, genau, da hinten, liest uns jetzt gleich die Zahl halt vor. Und wir müssen die Zahl dann umschubsen. Der am Ende mehr in seiner Farbe hat, du bist grün, ich bin rot. Weißt du, die kippen ja dann in die Richtung. Der demonstrier mal bitte einmal, wie das funktionieren würde. Wenn jetzt wir müssen umkippen, du musst es schon oben treffen. Ha, kommt für mich. Hä, als ob, ehrlich jetzt? Ja. Ja, kommt für dich. Das ist ja voll dumm. Digga, das ist ja voll anstrengend, das ist ja voll schwierig. Na dann? Na denn, FFN. Nummer 10. Also es ist mein Punkt. Rot, okay, das ist dein Punkt. Ey, das wird ein richtiger Kampf, ich sag dir das. 4. Ja, hey Junge! Hast du dich? 6. Nein, warte, stopp! Gibt's nicht. Warte! Nein! Oh, mein Leute! Das ist so eine Zahl. Mhm. Acht. Ha, juhu! Okay. Drei. Sechs. Gibt's nicht. Fünf. Ja! Oh Mann! Digga, was war denn das für ein Reflex? Sieben. Nein! Ja! Drei. Zwei. Eins und halb. Eins. Go! Nein! Rasiert! Ich hab den Lizard gelickt. Ich hab den Lizard gelickt. I licked the lizard. Ich finde, das ist eine Spieleschublade jetzt. Ja, super. Eine Erwachsenen-Schublade. 4:0 für dich. 4:0 für mich. Mhm. Wir haben noch was richtig Geiles. Was? Ja. Ich bin ready. Oh mein Gott, das wird so du geil. Du hättest halt üben können zu Hause, ne? Nee, ich hab die hier zu dir bestellt. Ach ja, ich hätte halt üben können. Vielleicht habe ich geübt. Du bist eine Wurst. Stell dir mal vor. Ja, und nee, alle so nochmal bestellt. Kennst du Tabaluga TV? Oh mein Gott, ja, Tabaluga! Kennst du Arktos? Nee. Doch! Den Schneemann. Ja. Der hat ja früher den Boden eingefroren. Ja, oh mein Gott! Und diesen gefrorenen Boden. Gibt's ein Spiel? Natürlich, der heißt Pinguin Peril. Und der Pinguin darf nicht zu Boden fallen. Wir haben hier wieder uns dabei. Geil, die Hammer sind wieder am Start. Leute, ich schwör's euch, um diesen Spielspaß zu erleben, muss man erstmal investieren. Zeit, Geduld und Schweiß, ja. Ich musste das hier alles lernen. Took a long time. Aber jetzt wird das der Spaß unseres Lebens sein, glaube ich. Ei, er ist ja richtig süß. Ja, das ist Pinguin Paul. Pinguin Paul, ne? Hands up in die Kommentare, wer Pinguin Paul kennt, Alter, ja? Steht okay. Dort in der Mitte. Und ja. Er darf nicht in das Eis einbrechen, weil es ist ja so kalt und er kommt nie das wieder raus. Das ist wirklich arschkalt, glaube ich. Okay. Wir haben hier so eine Drehscheibe wieder, die nicht funktioniert. Ah, sehr gut. Also ich habe schon alles probiert. Vielleicht okay. Hast du's. 10 Sekunden später. Okay, ich hab's gefixt. Ist das Eisscholle oder Eisschorle? Eisschorle, ne? Schorle. Schorle ist ja ein Fisch. Und Schorle ist ja das, wenn und das runterfällt genau, wie Eiswürfel. Auf jeden Fall. Und die Schorle. Genau. Deswegen heißt es Schorle, weil da Eiswürfel drin sind, nicht wegen der Kohlensäure. Nein. Das ist was anderes. Das ist dann Saft. Eine Sache, wir dürfen die natürlich nicht in der Hand halten, sondern... Nicht dein Ernst. Oh, aber cool. Okay, machen wir. Okay, so, wer fängt an? Ich bin ja Verlierer. Alter, nee, oder? Du kannst machen, was du willst, heißt das. Oder. Ah, okay. Gott, ist das würdelos. Das funktioniert ah, halt mein nicht. Nacken. Ich wollte gerade zu Joey auf. Sagen, weil es so dumm war. Oh, jetzt habe ich gesagt, Joey ist dumm. Das stimmt doch gar nicht. Das ist echt gemein, Digga. Und außerdem liebe dich, gesagt, Joey. Dass ich auch dumm bin. Das meine ich auch so. Okay, danke. Okay, ich nehme jetzt hier mal so. So ein. Ha! Okay, you did it. It's gone. It's gone. Okay, it's my turn. White. Ob das so schlau ist? Ui. Ich habe das Schlauheitsspiel durchgespielt. Mhm. Es gab wirklich so ein Computerspiel davon. Stop! Hammer time! Krass, das ist doch unfair. Das ist so fair, Alter, weil ich hab's verdient. Ich hab's verdient. Weiß. Stabil! Ey, das ist so ein bisschen wie Jenga, ne? Nur anders. Sehr anders. Oh, schon ganz schön anders, aber ist okay. Blue. Oh, ist das cool. Das haben die halt bei Arktos richtig groß gespielt damals. Bei ja, Mann, ich wollte immer mitspielen. Ich schwöre, ich auch. Weiß. Okay. Erstmal hier schön bei den nicht so gefährlichen Schollen. Mhm. Wir hätten das auf einer Seite so anfangen müssen eigentlich. Oh, stopp. Was ist denn das? Okay, blau. Es ist eher blau. Ich war ja mal in meinem früheren Leben. Das ist so ein bisschen wie Lotti Karotti auch, oder? Nein, jetzt hören wir auch mit Lotti Karotti. Oh Mann. Ich mag Lotti Karotti nicht mehr. Ja, ist auch blau. Also du bist ja auch gar keine Mimmel. Mir ist scheißegal, ob ich Mimmel fällt oder risk nicht. Ich gehe ein bisschen auf Risk. Geht all. Stopp, ha. Let's go. Ha, stopp. Weiß, ha! Jetzt muss man gucken. Statik habe ich noch nicht studiert. Digga, ist das dein Ernst? Du bist ja richtig wild unterwegs. Ich habe keine Ahnung von Mathematik. Weiß. Digga, das ist bescheuert. Sag ich jetzt mal ehrlich. Das einfach ist, so auf ein bisschen crazy sein. Ach, ja, schön. Mach mal weiß. Mann. Ja, V. Dein Ernst?
Du willst uns ins Verderben treiben. Ehrlich gesagt, ja. Weil voll spannend. Kein Bock auf uns. Blüderbedederbeder. Oh, bist du irre? Nein. Oh, da geht eins aber auch jetzt hier flöten, ne? Oh. Oh. Ey, das war krass, ne? Das war echt heftig. Der steht hier noch auf einem Bein nur noch, ne? Auf einem Bein kann man nicht stehen, habe ich gelernt. Krass. Ja, das hast du dir jetzt, finde ich, zu einfach gemacht, da bin ich raus. Ich finde, das war fair. Boah, krass. Ne? Schon wieder. Ey, jetzt langsam wird es aber wirklich hart. Boah, nee, hier, ne? Warte, jetzt muss man nachdenken langsam auch mal. Alter, okay, jetzt muss man wirklich nachdenken. Ja. Schaffst du das? Nee. Hey, das geht nicht mehr. Ich glaube, ich verliere. Nein. Nein? Versuch's. Okay. Muss ich einen nehmen, wenn ich den schon angefangen habe? Warte, das ist nur, weil der da nicht fallen konnte, weil wir den nicht weggeräumt haben. Der stand. Na! Der stand noch! Ich hab keinen Bock mehr, ich will diese scheiß Spiele nicht mehr spielen, das macht mich alles aggressiv. Ich hab keinen Bock mehr, ich hab alles verloren, ich hab alles gewonnen, ich hab alles wieder verloren und alles ist verloren. Hi, ich heiße Zaron und du? Hi, mein Name ist Valoran. Ach, Valoran! Valora. Valora, nee, wie heißt Menora? Hi, mein Name ist Menora und ich hab Valora. Ja, sorry, ne? Also, ich bin halt einfach der Neuzeit-Game-Boss, muss ich ja einfach mal dazu sagen. Du bist einfach also, ich sorry, war auch viel älter, das war klar, Digga, du bist der neuen Generation. Ja, genau, ich bin halt, genau, ich bin Gen Z und du bist halt noch Millennial. Ich danke. Dir. Ey, vielen Dank für dieses absolut faire und gute Spiel. Ey, aber das Ding ist, ich glaube, in meinem Video lief es ein bisschen besser für Kim. Ja, deswegen check das auf jeden Fall ab, weil das solltet ihr euch auch auf jeden Fall angucken. Weil ja, da könnt ihr mal sehen, wie es läuft, wenn es unfair läuft. Folgt ihr auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Und folgt auch Angela Merkel auf Instagram.